Was geht, iTrain hier, und in diesem Video vergleiche ich zwei iPhones, die ich selber auch ziemlich mag. Und das ist einmal das iPhone 6 und das iPhone 10s. Zwei Telefone, die verschieden gewichtig sein können, trotz allem haben sie halt beide den Namen iPhone und kommen beide von Apple. Und das wird jetzt nicht ein ausführliches Review, das wird jetzt einfach ein Vergleich sein, ganz grob. Wie wir natürlich als erstes sehen können, Display. Man sieht direkt, das iPhone 10s ist eigentlich wie das iPhone 10, aber es ist ja auch egal. Es hat einfach definitiv mehr Bildschirm, das kann man auch direkt sehen. Und auch wenn jetzt der Bildschirm ausgeschaltet ist, ich liebe das. Auch wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, kann man schon irgendwie sagen, dass da viel Display sein wird, weil bei denen, die noch eben einen Home-Button besitzen, sieht man das so einigermaßen noch ein bisschen, ne? Sieht man noch so ein bisschen Unterschied. Hier zum Beispiel natürlich sieht man den Unterschied sofort, weil ich ja ein iPhone 6 habe, wo vorne eben weiß ist und hinten goldig. Ja, aber ansonsten würde man das halt schon schlechter sehen, weil sonst das Ganze schwarz ist. Und weil Apple, so wie auch eigentlich auch Samsung und auch andere große Telefonhersteller das eigentlich gut können, hat man das ja früher nicht wirklich so gesehen. Also ich kenne jetzt zum Beispiel ein Samsung Note 4 oder so in der Art. Es war ganz, ganz, ganz früher. Da war das noch ein bisschen anders, dass Samsung das nicht so schlimm fand oder dass man das einfach nicht besser machen konnte damals. Und da war das ja so nicht so schwarz wie das Display, sondern so, glaube ich, leicht grau hier vorne und dafür halt, wie es so schön ist bei Samsung, schön das Logo Samsung. Also, das ist auch so eine Sache, die mir bei Samsung gefallen hat. Leider finde ich die Kameraplatzierung immer noch ein bisschen, ich weiß ja nicht. Ich bin ja einverstanden, dass man gute Kameras einbaut, aber manchmal ist auch genug, zum Beispiel bei den iPhones ist das Limit jedenfalls bei mir erreicht. Was will man jetzt mit mehr Kameras? Drei Kameras ist für mich jetzt, sagen wir mal, das Maximum. Auch wenn ich das auch jetzt schon wirklich nicht mehr schön finde. Wisst ihr noch die alten Zeiten, wo die iPhones eine Kamera hatten? Oder wisst ihr noch die Zeiten, wo das Handy halt keine gute Kamera hatte und dann hat man so eine, keine Ahnung, separate Kamera mitgenommen oder so, ne? Kennt jemand die Zeit noch? Ich schon. Aber ich habe es trotzdem mit meinem Tablet Videos gemacht, weil ich dann doch zu faul war, die Kamera. Nein, ich hatte damals noch keine Kamera eigentlich, also als ich noch etwas jünger war, wo ich mit YouTube angefangen habe. Hatte ich zwar eigentlich keine andere Kamera. Ich habe mir dann einmal eine gewünscht, aber ich habe mir gedacht, ja gut, habe so eine Kamera und auch SD-Karte, was auch ziemlich praktisch ist, weil mit dem kann man dann auch viel machen. Aber ich habe absolut gar kein Gerät gehabt, damit ich die Videos dann auch auf YouTube hochladen kann. Weil auch schon etwas später hatte ich halt immer noch nicht einen Computer. Ich hatte zwar einen Computer von meiner Mutter, also den durfte ich nutzen, aber ganz im Ernst, der war nicht zu gebrauchen. Aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht wieso, war der Akku irgendwie geschmolzen, also nicht innen drin, würde ich jetzt annehmen, aber außen das Plastik ist irgendwie geschmolzen und ich weiß auch nicht genau wie. Ich habe einfach gesehen, meine Mutter nutzt den Computer manchmal gerne intensiv in einer sehr dicken Decke. Und ich kann mir vorstellen, dass die Lüftung da ziemlich zum Arbeiten hat, also ziemlich viel. Naja, und vielleicht ist es dadurch passiert, wer weiß. Also jedenfalls ist der Computer auch einmal abgeschmiert. Ich glaube einmal 2019 oder so war der Computer hinüber. Und wir mussten ihn wegschmeißen. Das war echt schade. Ich habe gedacht, meine Mutter wollte ihn natürlich nicht. Sie hat einen iMac bekommen von meinem Stiefvater und er hat gesagt, er kann ihn haben.
wäre da eben nicht jene Sache passiert. Irgendwie hat es meine Mutter geschafft, den Bildschirm kaputt zu machen, des Laptops, also es war ja ein Laptop. Ja, das war nicht mehr zu gebrauchen. Aber auch wenn es ging, der Computer war wirklich nicht zu gebrauchen. Ohne das Netzteil ging das Ding gar nicht und mit Netzteil ging es, bis es dann einmal abstürzte. Geil, oder? Naja, ich habe jetzt zum Glück meinen eigenen Laptop, aber naja. Sollte schon schauen. Wenn man ein Gerät hat, sollte man schauen, dass es funktioniert. Jedenfalls zurück zum Vergleich. Jetzt über Displays reden wir jetzt über etwas anderes, was ich relativ auch wichtig finde. Jedenfalls auch jetzt zu der Virussache und all das. Wie entsperre ich mein Gerät? Das sind auch zwei unterschiedliche Sachen, die naja, heutzutage auch noch gefragt sind. Beide Sachen sind gefragt, aber ich glaube, eben wegen dem Virus bevorzugt man das eine und das ist Touch-ID oder wie man das auch sagen kann, Fingerabdruckscanner. Das hatte ja Samsung auch in so manchen Geräten drin. Bei Samsung gefällt es mir nicht so gut. Einfach, also vielleicht ist es ein bisschen blöder Grund, aber mir gefiel es wirklich nicht so, weil der Knopf so oval, so eckig war und nicht so halt so schön rund wie bei den iPhones. Wie gesagt, das kann jetzt sein, dass ich jetzt, dass es so ist, weil ich mit iPhones angefangen habe. Aber es kann auch ein anderer Grund sein, ich weiß auch nicht genau, aber ich finde einfach so etwas so rund, was, also wie soll ich sagen, der Finger ist ja auch, ja gut, nicht komplett rund, aber irgendwie fühlt sich das einfach viel besser an. Es fühlt sich für mich besser an, weil ich so eine gewisse Sicherheit habe, dass ich, dass der Knopf auch genug von meinem Finger erkennt, damit es das Gerät aufsperrt. Naja, bei Samsung funktioniert das, glaube ich, auch gut. Wie gesagt, ich hatte noch nie einen Samsung. Ich kann das eigentlich nicht sagen. Und ja, beim iPhone XS ist es halt schon so, das Ding ist um einiges neuer und Gesichtserkennung war auch dann halt mal gefragt. Natürlich eigentlich schon beim iPhone X. Ich glaube, das, man sagt dem Vorgänger. Und das haben sie jetzt beibehalten und auch die heutigen iPhones in 2021 werden definitiv Gesichtserkennung bekommen. Und ich habe auch etwas gehört, dass es endlich einen Weg gibt, iPhones mit Gesichtserkennung zu entsperren. Auch wenn man eine Maske anhat. Und wie gesagt, wegen der Situation fände ich das genial, wenn sie das machen könnten. Das fände ich absolut genial, weil es mich halt immer wieder stört. Die Maske da runterzunehmen und oder zum Beispiel bei der Arbeit, wo man die eigentlich wirklich anhaben sollte, ist dann wirklich blöd, wenn man dann immer wieder einen Code eingeben muss. Und zum Beispiel Leute mit vierstelligen oder sechsstelligen Code finden es schon mühsam. Aber bei mir ist es, also ich will jetzt nicht, will jetzt nicht sagen, ist es viel mühsamer, aber ich mache es mir selber schwierig, weil mein Code über zehnstellige Zahl ist. In den Einstellungen kann man ja zwischen vier- und sechsstellige Zahl auswählen. Und ich habe mir gedacht, nee du, das ist mir doch ein bisschen zu einfach. Ich habe einfach eine über zehnstellige Code-Kombination. Also sagen wir mal, ich mache jetzt ohne den falschen Finger. Und eben wie gesagt, hier normalerweise hat man so vier Punkte oder sechs Punkte, die leer sind. Und wenn man den Code eingibt, füllen sie sich und hier kann man sehen, ich kann hier mehr als 6 reintun, weil das heißt, ich habe eben mehr als 10 Zahlen, die ich eingeben muss. Ja, ich habe mir das halt selbst so zu schreiben, dass ich denn so einen langen Code immer wieder eingeben muss. Und ich meine, das ist für mich nicht mal das größte Problem. Einfach als Beispiel, mein CNS, vielleicht habt ihr schon gesehen, wenn ihr mich auf Facebook folgt oder so. Aber einfach, dass ihr es auch hier wisst, das halbe Display meines iPhone CNS funktioniert nicht dank eines Autounfalls, den ich mal hatte. Also eigentlich, ich war mit dem Fahrrad und ein Auto hat mich auf einen Trottoir, ge ja, wie sagen wir nochmal? Gepresst.
Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das Auto ist ziemlich nah gekommen und ich habe gesehen, der Autofahrer oder Autofahrerin, wie auch immer, hatte die Seitenspiegel natürlich offen, aber die waren komplett beschlagen aus irgendeinem Grund und ich habe die Person auch nicht gesehen im Spiegel. Es war wirklich nichts zu erkennen und ich kann mir auch wirklich sicher sein, die Person hat mich auch nicht gesehen. Ich bin so eine Person, die über 1,80 Meter ist, also relativ groß. Aber naja, wenn man so etwas nicht sieht, ja, das kann man ja leicht übersehen, ne? Das ist nur so eine Person, die ziemlich groß aussieht und das Fahrrad ist auch nicht gerade klein. Aber nee, das habe ich nicht gesehen. Wie dem auch sei. Das halbe Display funktioniert nicht, das bedeutet, ich muss den Code ziemlich auf eine ziemlich interessante Art und Weise eingeben. Zum Beispiel so, Gesicht nicht erkannt. Und jetzt eben, das ist der Witz. Die Zahlen gehen, die drei unten, hier nicht. Ich habe hier oben eben auch Zahlen. Und wenn ich nachher da oben muss, muss ich dann entweder so oder eben so, was man mit Assistent Touch in den Einstellungen einstellen kann, immer wieder, nur um mein Telefon zu entsperren. Und das ist dann nicht nur mühsam wegen dem mehr als zehnstelligen Zahlcode, sondern ja, ihr wisst, was ich meine. Nun gut, kommen wir zum nächsten Punkt, das Design. Und da möchte ich auch gleich die Größe ansprechen. Beide iPhones sind eigentlich relativ groß und wenn ihr mich fragt, hat das iPhone XS sowie auch das iPhone 6 eigentlich die perfekte Größe. Ich glaube auch, also das ist wahrscheinlich, das ist eigentlich auch schon eine Zeit lang her, aber von diversen YouTube-Kanälen oder besser gesagt einem großen YouTube-Kanal der Kritik habe ich auch mal ein Video gesehen, dass das, oh, jetzt bin ich mir unsicher, aber irgendein Fernsehteam oder so hat sich beschwert, dass die Handys an Männerhänden angepasst sind. Und ich musste ein bisschen lachen, denn ich meine, ja gut, kann ja sein, dass manche Smartphones doch sehr groß geworden sind und wenn man jetzt vergleicht, zum Beispiel ein iPhone 4S mit einem iPhone 12 Pro Max, sind die Telefone auch groß geworden. Und auch zum Beispiel der Bildschirm eben zum Erreichen von Sachen, ne, ist eben auch extrem groß geworden. Als gutes Beispiel könnt ihr gerne nach iPod Touch 4 suchen und zum Beispiel das Bild sichern in Galerie oder so. Und nachher sucht ihr nach, sagen wir, ein iPhone 8 Plus oder gleich ein iPhone 11 Pro Max und könnt das auch Galerie speichern und dann guckt euch mal die Bilder an und dann oder am besten guckt ihr auch Videos auf YouTube, iPod Touch 4 versus VS, also halt versus iPhone 8 Plus oder so oder auch 12 Pro Max, ne? Und ihr werdet sicher ein Video finden, wo die zwei Geräte nebeneinander gezeigt werden. Und dann könnt ihr auch sehen, wie viel ungefähr der Bildschirm gewachsen ist. Ne, also auch hier, wie ihr natürlich gesehen habt, Bildschirm. Es ist ziemlich groß. Aber ja, eben nochmal zurück zur Größe. Das iPhone 6 ist halt doch irgendwie minimal kleiner. Kann auch sein, weil das iPhone 10, weil mein iPhone 10 es eine dicke Hülle hat. Und Fun Fact, diese Hülle hat es geschafft, hinten das iPhone XS zu schützen, aber vorne nicht. Ich weiß echt nicht, wie so etwas funktioniert. Ich habe gedacht, eine Hülle schützt ein bisschen von allen Seiten, aber. Ja, und eben nochmal zurück zu den Männerhänden. Ich kann euch eins sagen, Moment, ich. Schnell holen. Mann, einmal wieder dasselbe. Also, hier ist ein iPhone 6 und es ist die kleine Version, nicht das iPhone 6 Plus. Und da habe ich schon ein, oh, da habe ich schon ein bisschen Mühe, ganz oben zu erreichen.
Aber es geht. Und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, wie das jetzt bei einem iPhone 6 Plus wäre. Ich habe natürlich keins hier, deswegen nehme ich mein 7 Plus. Es hat eigentlich die genau gleiche Bildschirmgröße von 5,5 Zoll. Also nicht meinen, dass das nicht richtig wäre, dieser Test. Es ist wirklich ziemlich genau gehalten. Und das Ding ist natürlich, das ist jetzt ein Plus-Modell. Und ja, jetzt könnt ihr euch vorstellen, beim anderen hatte ich schon leichte Probleme, ganz oben den Bildschirm zu erreichen. Ja, hier. Also ich komme ungefähr bis hier. Und das hier nicht. Ja, also super gemacht. Ich meine, ja, komm, mehr Display. Aber können die Leute die Sachen oben erreichen, ohne großartig die Hand zu bewegen? Was hast du gesagt? Die Telefone sind schon lange draußen. Ja, ungefähr so könnte das Gespräch in Apple abgelaufen sein. Natürlich nicht, aber mir stellt sich dann schon die Frage einfach, muss wirklich so viel Display sein? Wenn man viel Display haben möchte, könnte man jetzt zum Beispiel auch Mini-Tablet holen mit Cellular. Also halt mit der Möglichkeit, eine SIM-Karte einstecken zu können. Manche sagen immer noch, ja, bist du dumm, es ist doch gar nicht so praktisch, so ein Tablet immer mitzunehmen. Ja, mag sein, aber ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ob ich alt bin oder so, aber Telefone, die fast 100% nur Display haben, muss das dann wirklich sein? Die Gefahr, dass das Display halt beschädigt wird und die Funktion eingeschränkt wird, wenn das Ding mal kaputt geht, ist zwar halt immer wieder ein Stück größer geworden. Ne? Man sieht hier, das ist zwar OLED-Display, trotz allem kann man halt auch sehen, ja, also hier geht nichts. Aber hier unten, ja, das geht. Ich kann auch schnell zeigen, aufwachen, hier unten. Oben. Nichts. Ah, jetzt geht's an. Ah ja. Und noch ein anderer Fun Fact. Wo ich auf der Straße umgefallen bin, ist mir das iPhone XS und mein iPhone 6S beide auf den Boden gefallen. Und naja, wie soll ich sagen? Es war auf der Straße. Das iPhone XS hat ein Auto überfahren. Also das Auto hat das Telefon überfahren und das iPhone 6S. Ja, was mit dem passiert, ist zwar ein ziemlich altes Gerät, aber ja gut, es hat einfach mal zwei Autos überlebt. Das funktioniert nach wie vor, aber ach, ist das normal? Ist das normal? Kann ich jetzt mein iPhone 12 Pro Max auch auf die Straße schmeißen und mein iPhone 6 und das iPhone 6 wird mehr überleben als das iPhone 12 Pro Max? Vielleicht nicht unbedingt. Die neuen iPhone 12er Reihe haben ja dieses Keramikschild, das viermal stärker ist als das von letztes Jahr. Das Glas natürlich. Trotz allem, wie halt eine weise Person gesagt hat, Glas ist Glas. Und Glas wird auch kaputt gehen. Ich glaube, vielleicht war der Schlüssel, dass die iPhone 6 und 6S Reihe sowie auch noch die 7 Reihe teilweise so ein Aluminium oder so ein Dingsterbums hinten haben, was sich nicht nur geil anfühlt, sondern auch geil aussieht und definitiv nicht kaputt geht wie Glas. Das Einzige, was hier passieren kann, ist, dass das Frontglas kaputt geht. Das ist aber bei den iPhone 6 Reihe sowie auch bei den iPhone 7 relativ einfach zu wechseln, weil ja, es ist halt so. Ich habe auch gehört, dass die iPhone 6 und 6S Reihe gute iPhones sind zum Starten, wenn man selber Telefone reparieren möchte. Also würde ich das schon annehmen, dass das einfach Geräte sind zum Reparieren. Und ich habe natürlich nicht die iPhone 8er Reihe erwähnt, weil eben die iPhone 8
der Reihe haben Glas hinten. Das heißt, es kann hinten ebenfalls ziemlich schlimm aussehen. Und naja, sonst zum Vergleich, was kann man sagen? Genau, die Kamera. Das ist wahrscheinlich auch noch was Spannendes. Die Kameras, genau. Das iPhone 6 hat eine unglaublich tolle 8-Megapixel-Kamera, ungefähr fast genau gleich wie beim iPhone 4S. Einfach für die, die es wissen mochten. Ich frage mich halt bis zum heutigen Tage, wieso eigentlich so genau? Das iPhone 4S hat auch eine 8-Megapixel-Kamera. Aber viel besser ist sie nicht als die 5-Megapixel-Kamera bei meinem iPad Mini. Das sind halt so Sachen, die ich wirklich nicht verstehe. Und die Kamera soll gut genug sein für Slow Motion. Naja. Also das iPhone 5S war ja eigentlich das erste iPhone mit Slow Motion. Ja, läuft schon. Und das iPhone 6 ist das erste iPhone, das mit HD 60 Bildern pro Sekunde laufen kann. Wenn wir beim iPhone 10S eine ganz andere Geschichte haben. Ah ja, und hier haben wir 1,2 Megapixel Frontkamera. Naja. Für mich finde ich, das reicht für Selfies und so ein Scheiß. Und hier haben wir, ich glaube, eine 8-Megapixel Frontkamera. Oder war es eine 7, etwas in der Art? Nein, ja, vorne haben wir eine 8-Megapixel Frontkamera, Gesichtserkennung. Und hinten spielt das große Zirkuszelt, oder was auch immer. Hinten spielt eigentlich die Musik, denn da haben wir zwei. Ja, zwei wunderschöne 12-Megapixel-Kameras, eine zum Zoomen und die andere ist einfach die reguläre Kamera. Keine Weitwinkelkamera, aber naja, wenn man mich fragt, möchte ich lieber eine Zoom-Kamera als Weitwinkel, weil ich es jetzt einfach mehr gebrauchen kann. Aber ich glaube, da können sich die Leute nicht entscheiden. Weitwinkel ist auch was Interessantes und wer weiß, wie weit sich das noch entwickeln wird, ob wir einmal in der Zukunft eine, was weiß ich, 180-Grad-Kamera bekommen auf meinem iPhone, könnte ich mir tatsächlich noch vorstellen. Aber wie würde das dann aussehen? Nimmst du dein Telefon raus und das halbe Gerät ist eine Kamera? So funktioniert das. Ansonsten gibt es auch nicht viel mehr zu sehen als Unterschied. Viel mehr Unterschiede gibt es halt nicht. Außer der Prozessor und RAM sowie auch Speicherauswahl. Das iPhone 6 kam halt damals und auch heute hat es noch den Apple A8 Chip drin. Den Apple A8 Bionic Chip. Naja, es geht so. iOS 12 läuft gerade mal so lala. Es ruckelt wirklich extrem auf dem Gerät und ich kann mir vorstellen, das iPhone 5S ist keine Ausnahme. iOS 12 ist zwar dafür gemacht, ältere Geräte etwas schneller zu machen, aber ganz flüssig scheint es trotz allem nicht zu laufen. Trotz allem frage ich mich wirklich, was hindert Apple, Dunkelmodus für diese Geräte rauszubringen. Denn, jetzt einfach als Beispiel, wenn man jetzt in Einstellungen geht, alles weiß und das verbraucht auch relativ viel Strom. Das habe ich auch gemerkt. Und jetzt iOS 13 und 14, dunkel. Es sieht nicht nur ein bisschen schöner aus, sondern es ist auch in der Nacht oder so spät am Abend sogar besser fürs Auge und auch besser für den Akku. Deswegen weiß ich nicht, was jetzt so schwierig daran ist, vielleicht es ein bisschen dunkler machen zu lassen, denn auch wenn das vielleicht nicht jeder glaubt oder so, es gibt halt schon Leute, die haben noch solche Geräte, die nutzen die noch. Es sind natürlich wirklich nicht mehr so viele.
Aber die paar Leute wirklich, wie die sich fühlen müssen, wenn andere Leute mit ihren iPhone 12 rumlaufen und die denken, ja geil, bis ich so viel Geld habe wie die, ja, wer weiß, wer mein zweites Leben angefangen hat. Das ist natürlich nicht so extrem, aber ich kann mir das gut vorstellen, denn momentan nutze ich ja eigentlich sogar das iPhone 6 anstelle zum Beispiel das iPhone 10S, auch wenn das tausendmal schneller ist. Aber ich habe mir das jetzt als Mission gemacht, das iPhone 6 zu nutzen. Denn das war auch das letzte Gerät, das ich mir noch geholt habe für meine Kollektion. Die Kollektion von iPhones, die ich schön finde oder die ich schon mal hatte, aber abgeben musste und jetzt will ich sie irgendwie wieder haben. Klingt saudämlich dumm, aber so bin ich halt. Und ich würde sagen, das Video ist jetzt zu Ende, sonst geht es auch viel zu lange. Tschüss. Ah ja, und der letzte Unterschied einfach, bevor das Video ganz endet. Das iPhone 6 hat so Aluminium 6000 hinten, das iPhone 10S Glas. Das kann kein kabelloses Laden, das schon. Und damit war es das so. Ganz groben Überblick über das iPhone 6 und das iPhone 10S. Danke fürs Zugucken und